Dann würde ich sagen, wir machen einfach mal. Abflug. Sam, benutze das Lieferterminal in Lake Nod City. Mach ich. Mach ich doch glatt, hör mal. Sam, zur Erinnerung. Dein aktuelles Ziel besteht darin, das chirale Netzwerk von Lake Nod City nach South Nod City auszuweiten. Dafür wirst du Prepper Bunker als Wegposten nutzen müssen. Und das wird nicht einfach. Fragile hat versucht, einige an Bord zu holen, aber du kennst die Prepper. Es sind einige, die nichts mit den UCA zu schaffen haben wollen. Ja, ist also so. Müssen sie begreifen, dass sie von uns profitieren können. Warum sind's Prepper? Finde heraus, was sie brauchen und was wir haben. Dann liefere es. Wenn du das tust, stoßen sie vielleicht zu uns. Alles klar. An die Arbeit. Am Terminal findest du die Aufträge. Na klar. So, Lieferung. Evo-Devo-Einheit. Nach da. Verschreibungspflichtiges Medikament. Ah. Wieso brauchen die Waffenteile? Das ist mir schon wieder suspekt. Das Problem ist, das sind dann 75, 91,5 Kilo. Wenn ich das noch... Ich kann aber nicht alle drei gleichzeitig machen. Ich könnte den als erstes machen und dann wieder zurückkommen. Wir machen das mal. Dieser Auftrag ist etwas ungewöhnlich. Sieh dir mal die Eckpunkte in der Übersicht an. Die Haltbarkeit der Fracht ist gering und sie lässt sich sehr leicht zerstören. Versuche Erschütterungen und Stöße zu vermeiden. Bring die Evo-Devo-Einheit zum Ingenieur im Bunker. Der möglich ist, aus Bruchstücken eines Gegenstandes vollständige Kopien anzufertigen. Ich mache nur den einen. Erstmal. Um ein Gefühl für die Gegend zu kriegen. Ein leerer Behälter, der mit falscher ID gekennzeichnet ist. Ein Frachtköder. Damit könnte man Leute täuschen, die es auf Lieferungen anderer Leute abgesehen haben. Brauche ich das jetzt? Blutgranaten habe ich noch, ne? Davon habe ich mit zwei gemacht, ne? Ja. Brauche ich eine Leiter? Ich nehme mal eine Leiter mit. Ja komm, wir können es ja mal ausprobieren.
Ladung ist optimiert. So, was haben wir denn? Wo ist denn meine Vorratstasche? Da sind die Blutbeutel drin. Kann ich nicht auch meine... Rücken, Werkzeughalterung, Anzug, Hand. Wieso kann ich das denn nicht in meinen... Na, sag mal. Wieso kann ich meine Granaten nicht in meinen... Wie kriege ich das denn in den... Wie er wieder aussieht. Vollgepackt und vollgerannt. Ich habe eine Blutgranate. Okay, und hier habe ich auch welche. Auf die kann ich aber zugreifen. Okay, alles klar. Die Mütze an. Schuhe wechseln? Nein. Ah, ich habe keine Ersatzschuhe bei, ne? Na gut, dann müssen wir das einfach mal ausprobieren, wie es geht. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben. Du durchquerst Mule-Territorium. Beweg dich schnell und leise. Denn wenn sie dich sehen, dich kriegen. Kaum zu glauben, dass ihre Eltern Boten waren wie du, die Leib und Leben riskiert haben, um unser Land zusammenzuhalten. Und jetzt führen ihre missratenen Kinder ihr Werk fort, ohne dessen frühere Bedeutung zu verstehen. Für sie ist die Auslieferung ein Ritual, eine unstillbare Sucht. Und ihre nächste Dosis holen sie sich bei dir. Vielen Dank. Da ist mein Ziel. Eine Straße? Kann ich mit dem Auto fahren? Wieso kann ich denn mit dem Auto nicht fahren? Das ist doch albern. Warum muss ich mal laufen? Da ist jemand glücklich. Das ist ja mein Ziel. Ach da. Eine angenehme Reise.
Ich gebe mal Bestes. Waffeneinschränkung aufgehoben. Bitte dranbleiben. Ach was. Alter, wie geil das schon wieder aussieht, ne? Ich hab ein bisschen Zeit. Gönnen wir das mal. Was ist das hier? Erneut eine Straße, wenn genug Material zur Verfügung steht. Ach was. Früher zog sich dort ein Highway durch die Landschaft. Die erste Expedition hat ein Straßenbaugerät zurückgelassen, aber das alleine reicht nicht aus. 800, 600, 150 habe ich natürlich alles nicht bei. Wie geil das aussieht. Okay, also. Hab ich den hier irgendwo? Ach, den muss ich erstmal bauen, ne? Nee, wo hab ich denn hin?
Scheiße, wie viele sind das denn? Ich weiß nicht, welche Fracht ich da verloren habe. Okay, die Einheit habe ich noch. Alles klar. Natürlich auch wieder mal prompt in die falsche Richtung gelaufen, ne? Okay, im Plus einfach stehen bleiben. Okay, alles klar. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Wachen entdeckt. Alle Wachen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Hi, ich hab da was für dich. Wird geliefert. Danke. Sam Bridges, richtig? Richtig. Ich habe von dir gehört. Du ziehst durchs Land und versuchst, Menschen zu verbinden. Ich weiß die Lieferung zu schätzen. Echt. Die Zeiten ohne Lieferungen von Fragile Express waren hart. Lass mich die Fracht ansehen. Na klar. Zieh durch. Ha. Wow. Du hast echt gut darauf aufgepasst. Ich gebe Bridges Bescheid, wie die Tests laufen. Danke nochmal. Ja, kann ich dich jetzt ins Netzwerk einbinden, oder? Du musst da etwas wissen. Ja. Es geht um Fragile. Okay.
Vielleicht hast du gehört, dass sie Terroristen unterstützt hat. Dass ihr egal war, wer verletzt wurde. Aber das ist Schwachsinn, sage ich dir. Sie und ihre Leute haben ihr Leben riskiert, um uns zu überliefern. Sie ist durch und durch eine Heldin. Hör mal, ich wurde in diesem Bunker geboren. Ich kenne nur die Welt innerhalb dieser Mauern. Wenn die Leute also über Amerika reden, was soll ich mir darunter vorstellen? Aber vielleicht bringt mich dieser Cupid Amerika ja näher. Also ja, ich will den UCR beitreten. Ich will sehen, was ich verpasst habe. Cool. Ist doch schon mal was. Das heißt einfach Ingenieur. Kraftskelett! Endlich kriege ich ein Exoskelett. Stufe 1. Ja. Das ist mein Special Bonus Gedöns. Eine Rauchgranate, das ist ja nice. Und damit ist mein 3D-Drucker ab sofort auch ein Chirala-Drucker. Wenn sie funktioniert, sollte die Evo-Devo-Einheit alle möglichen archivierten Gegenstände drucken können. Wir können Amerika Schritt für Schritt wieder aufbauen. Bis dahin kann ich mir im Netzwerk ansehen, was in den Städten los ist und Mule- und Terroraktivitäten verfolgen. Es ist, als ob du mir in diesem Paket die Welt geliefert hättest. Hab ich gerne. Vielen Dank, Sam. Lass uns wieder Geschäfte machen. Ja, sicher. Oh, stimmt. Ich hab da was Kleines. Könntest du das mal auf Herz und Nieren testen? Eine selbstentwickelte Hilfseinheit. In den Simulationen läuft sie einwandfrei, aber sie muss im Feld getestet werden. Und wenn sie dir das Leben leichter macht, umso besser. Er hat dir ein Kraftskelett geschenkt. Sam, Aktivskelette legt man an den Beinen an. Sie verbessern die körperlichen Fähigkeiten. Was du da hast, ist ein tragendes AS, das deine Gelenke unterstützen soll. Es ist immer hilfreich, ein AS zu tragen. Aber du kannst es auch boosten, um es auszureizen. Geh mal ein paar Schritte damit. Du wirst nicht enttäuscht sein. Wird aber auch Zeit. Hä? Ausrüsten. So, was habe ich denn jetzt nicht bei? Wetterverankerung. Die nehme ich natürlich mit. Was ist das? Das nehme ich natürlich mit. Herzlichen Dank. Komm bald wieder. Sehr gerne. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Coole Sache. Kann ich... Ah, nee. Die Standardaufträge müsste ich mir jetzt alle in... Lake City holen. Das hier ist ein Standardauftrag. Okay, das heißt. Zurücklaufen. Die Medikamente. Gut, holen. Einen Prepper-Wegposten hätten wir.
Noch zwei. Alter, das Geräusch! Ah, shit! Ach, was soll's! Ihr Pfeifen? Hey, stehst du da, ne? Jetzt rennst du weg. Du Schwein. Ich mag das Ding. Was hab ich denn da gerade aufgenommen? Das ging so schnell, ich konnte gar nicht gucken. Blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Bitte willkommen an Lake Not City. Verteilerzentrum aufsuchen. Bitte dranbleiben. Ja, ich bleib ja dran. Ich mag das Ding. Es gibt aber noch ein anderes, ne? Es gibt noch ein Runner-Ding irgendwie. Okay, und das Ding funktioniert mit Akku. Single Stack Parking Only. Ich kann mir ja sogar ein Fahrzeug fahren. Wie geil ist das denn? So, kann ich irgendwas liefern? Nee.
So, was wäre denn das nächste? Verschreibungspflichtige Medikamente zu ihm. Die alle nix, ne? 30 Kilo mal als letztes. Mach das einzeln, Freunde. In bergiges Gelände. Okay. Braucht das nicht in Gold? Brauche ich eine Rauchgranate? Brauche ich auch nicht. Leiter habe ich bei, ne? Ja. Brauche ich Stiefel? Brauche ich neue Stiefel? Ne, Stiefel waren okay, ne? Ja, passt. Besser geht's nicht. Gut. Auftrag zugewiesen. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Hmm.